7 Fragen an. Ein Bierbrauer. Oh, das ist eine etwas längere Geschichte, liegt ja auch schon circa 30 Jahre zurück. Hatte viele Facetten, ich sag mal so. Ich wollte eigentlich nach dem Abitur immer was mit Lebensmitteln machen. Und da war mein Wunsch, eigentlich Lebensmittelchemie zu studieren nach dem Abitur. Da haben, daraufhin haben meine Eltern mich allerdings so ein bisschen gedrängt, bevor du das machst, lern erst was, mach einen handwerklichen Beruf. Und da bin ich dann irgendwie nach ein bisschen überlegen, bin ich dann tatsächlich auf den Beruf des Bierbrauers gestoßen. Parallel dazu hatten wir in der Schule so eine Bierbrauer-AG, man hatte also schon mal damit zu tun gehabt, sodass sich unterm Strich tatsächlich ergab, Bierbrauer, das könnte was für mich sein. Und dann habe ich mir die Lehrstelle gesucht und ja, bin es bis heute geblieben. Das Handwerk zu erlernen ist der klassische Weg über eine 3-jährige Ausbildung im Betrieb. Duales System, was wir in Deutschland haben, also die Kombination aus praktischer Arbeit im Betrieb und schulischer Ausbildung in der Berufsschule. In einem Tag wird bei uns in 2 Sudhäusern, wir haben die Produktion hier in Münster und wir haben eine neue Produktion errichtet in Lahr im Kreis Steinfurt. Jeweils werden ca. 100 Hektoliter pro Tag hergestellt, wenn gebraut wird. Das ist gut 200 Mal im Jahr. Was zeichnet ein gutes Bier aus? Das ist eine schöne Frage. In erster Linie soll es mal schmecken. Was wir natürlich sonst noch festmachen an einem guten Bier ist eine schöne Farbe, so wie wir es von dem Produkt erwarten. Also ein Pilsner Bier ist in der Regel leuchtend hell, strohgelb oder golden. Dann haben wir natürlich andere Biersorten, beispielsweise ein dunkles. Da erwarten wir dann eben entsprechend auch die kaffeebraune oder schokoladenbraune Farbe dazu. Dann ist ganz wichtig natürlich der Schaum. Das Auge trinkt mit und wir wollen als deutsche Biertrinker, die wollen einen vernünftigen Schaumkrone oben auf dem Bier haben. Ja, und nichtsdestoweniger natürlich brauchen wir eine Haltbarkeit. Wir wollen, dass das Bier möglichst über seine Lagerdauer seinen frischen Geschmack und so behält. Das sind jetzt mal so 4-5 Punkte. Bier soll erfrischend sein, wir brauchen also auch eine Kohlensäuregehalt im Bier, so wie wir es erwarten. Das sind so 4-5 Sachen, die mir jetzt als wichtig erscheinen. Ja, das besondere Pinkusbier ist, sagen wir jetzt mal, zu diesen typischen Biereigenschaften, Schaum, Rezenz, Farbe, Geschmack, kommt bei uns hinzu, dass wir ausschließlich biologische Rohstoffe einsetzen, um unsere Biere herzustellen. Sprich, Hopfen und Malz kommen aus biologischer Erzeugung und auch sonst von den Verfahren her, wir machen bestimmte Dinge nicht. Ja, es sind ja meistens dann Einschränkungen. Bestimmte Dinge, die in der konventionellen, industriellen Brauerei üblich sind, sind für unsere Biere tabu. Insgesamt haben wir 14 Biersorten. Da sind 2 Malztrunke dabei ohne Alkohol, 3 alkoholfreie Biere mittlerweile, also ein alkoholfreies Helles, ein alkoholfreies Weizen, ein alkoholfreies Radler. Dann haben wir einen Radler selber als Biermischgetränk. Und dann bleiben noch 8 Vollbiere, also Pilz. Unfiltriertes Spezial, helles Alt, unser dunkles Jubilate, Weizen, dann haben wir ein Demeter-Bier, ein Lagerbier, wir haben ein Sommerbier, Pinkus Classic, wir haben ein Bockbier im Winter. Ja, die Palette
Die Palette ist groß. Ist eigentlich dringend erforderlich, wenn wir versuchen, dadurch, dass wir als Kleinstbrauerei selber kein Labor haben, sind natürlich die Mitarbeiter immer aufgefordert, Produktproben zu nehmen. Viel geht über die Nase und übers Auge, aber letzten Endes das Bier, bevor wir es auf Fässer oder Flaschen abfüllen, sollte auch schon mal probiert worden sein.